kein Fleisch, sind auch fast alles Fresser. Die essen auch Reste, wenn man mal von einem Huhn oder so, eben von einem Braten, isst ja dann auch alles auf. Fertigfutter, Nassfutter, alles Mögliche. Der jagt auch manchmal Vögel. Ja. Also so ein Fleischesser. Genau. Und was sind die Feinde so eines Hundes? Die Feinde eines Hundes sind eigentlich meistens Katzen. Er jagt die meistens auch immer so. Die sind liebe Feinde eigentlich. Ja, und dann eigentlich so richtig gar nichts mehr. Und was muss man bei der Haltung machen? Muss man da irgendwas Wichtiges beachten? Also man müsste mit dem Hund sehr oft Gassi gehen, weil der muss auch sehr fit bleiben. Wie viel Mal am Tag? Also am Tag eigentlich, würde ich mal sagen, 3-2 Mal immer so. Und das macht auch viel Spaß eigentlich. Aber wenn man sich einen Hund anschafft, muss man auch diese Regeln beachten. Ja, man muss eben auch gut vorbereitet sein, weil ein Hund macht auch manche viel Arbeit und man braucht auch eben dann auch viel Zeit für den Hund. Muss man da auch die Kacke wegräumen, die der dann irgendwo hin kann? Naja, man muss nicht immer, weil es ist ja so Bio und das geht ja dann so. Aber auch öffentlich die Straßen kann man dann. Da muss man das eigentlich wegmachen. Und im Wald, was ist es da? Im Wald ist es nicht ganz so schlimm, das wird dann eben so Erde, so Biomüll. Da kann man auch so wie Bananenschein, ist auch sowas wie. Und muss man mit Wäldern auch schon so richtig große Runden laufen? Naja, man muss schon laufen mit dem auch öfters so ein bisschen. Die müssen sich auch erstmal richtig dran gewöhnen. Aber so weit da ist das, wenn man zu weit läuft und dann wieder zurück, und das ist dann auch sehr anstrengend für die. Also wenn man jetzt so eine große Runde läuft und man weiß es eben nicht, wenn man die dann auf den Rücken machen kann. So genau, kann man machen. Und man soll ja nicht machen, wenn man jetzt